Hallo liebe Radfreunde, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute befinden wir uns nördlich von Stuttgart in der Nähe von Ludwigsburg und wir fahren hier auch mal diesen kleinen Radweg entlang. Mal sehen, wo es uns hinführt. Links von uns die Weinberge und rechts der Neckar. Bei 30 Grad, so ist es gut. Aber hinten kommt wieder ein bisschen Schatten. Meine Badehose habe ich mit, ja. Perfekt. Oh, dann gibt es noch heiße Aufnahmen heute. Die mache ich dann. Ich glaube, die will keiner sehen. Jetzt sind wir auf der falschen Seite vom Neckar. Der Radweg ist auf der anderen Seite und keine Brücke zu sehen. Oh, müssen wir mal sehen, wie weit wir fahren. Und meine Bremsen quietschen. Ist eine Fähre? Jetzt sind wir am... Hallo! Ja, wir sind hier am Neckar tatsächlich, wie Peter gerade sagen wollte und ich reingequatscht mach habe. Mach nichts. Nein, herrlich. Wir haben durch Zufall einen schönen Platz gefunden, ne, wo wir gleich an den Weinbergen langfahren konnten. Jetzt sind wir bloß jenseits des Radweges, wie Peter gerade sagte. Und ja, egal, hier ist es sehr schön. Also es ist ganz schwierig, hier Parkplätze zu finden. Also irgendwo überall Parkverbot und... Eine Stunde. Ja, eine Stunde höchstens darf man parken. Und wir haben im Industriegebiet geparkt. Und dann haben wir so einen schönen kleinen Weg an den Weinbergen gefunden. Ja, ja. Komoot macht es möglich. Das Glück war mit uns. Ja. Na gut, wir hatten so 1,5 Stunden Zeit im Stau zu überlegen. Ja. Das war so ein bisschen, dass wir dachten, aber nein, jetzt ist schön, wir werden entschädigt. Genau. Das ist manchmal jetzt kommt nur so. Positive Sachen. Ne? Ja, ja, genau. Kommt weiter mit, wir fahren jetzt den Neckar Richtung Lauenburg. Nee, oh. Wie heißt das? Da bin ich raus. Wir fahren jetzt den Neckar Richtung entlang. Stuttgart. Gut. Jetzt fahren wir durch Wald und Wiese. Und wir suchen eine Brücke, um auf den Neckarradweg zu kommen. Jetzt schaut euch mal die Wurzeln an. Das ist eine Mountainbike-Strecke hier. Aua, 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 aua. Au, oh, shit. Uiuiui. Ah, ja, ja. Kleinen Rädern gar nicht so einfach. So, weiter geht's. So, wir haben unsere Brücke gefunden. Jetzt geht's auf die andere Neckarseite und auf dem offiziellen Radweg. Jetzt haben wir den Einstieg gefunden. Kurz verfranst. Und jetzt sind wir da. Ja, die Beschilderung war schlecht, fand ich. Also so ein Neckarweg ist schon sehr abenteuerlich. Ja, den, wenn man den inoffiziellen fährt, den wir gefahren sind. Gut, jetzt sind wir aber auf der richtigen Spur. Sieht sehr schön aus, freue mich schon. Ja, okay. Weiter geht's. Licht am Ende des Tunnels. So. Remseck-Schießtal. Remseck? Remseck ist Dorfname, Schießtal ist diese Industriegebiet. Ach okay, Schießtal. Ja. Schießtal? Ja, Remseck-Schießtal, eigentlich Remseck. Okay. So, hallo liebe Radfreunde, wenn ihr euch mal, oder wenn ihr Durst bekommt, ihr wollt unbedingt was Schönes essen, hier können wir nur empfehlen, ein sehr schöner Imbiss. Leckere Sachen, nette Bedienung ja. Und also auf dem Weg. Am Radweg direkt gelegen, ne? Ja. Ich mach nochmal vielleicht von Weitem. Ja, dass man das auch findet. Also hier in der Nähe sind Waschboxen. Und ich gehe mal ein bisschen weg. Und hier vorne
ist der Imbiss. Also wirklich zu empfehlen. Ihr könnt hier wirklich herkommen. Ja. Das sind die Besitzer. Das sind die Besitzer, ja, okay. Ja, das war immer eine richtig nette, schöne Begegnung am Imbissstand. So was Freundliches. Also wirklich, wenn ihr hier langfahrt, unbedingt was trinken, ja. Kleinigkeit essen. So freundliche Leute, es macht einfach Spaß, da zu stehen. Ne? Ich blende den Namen ein unten vom Ort. Und wie gesagt, ist leicht zu finden. Und das Ehepaar hat gerade erst aufgemacht, diesen Imbiss, seit 4 Wochen. Es ist super, es hat wirklich lecker geschmeckt. Ich sag gerade. Die Inhaberin des Imbisses sagt auch, guckte sich die Räder an und sagt, aber die sind schon für Erwachsene, ne? Nicht nur für Kinder. Und wir, ja. Ja. Ja, also so viele Leute haben wir mit Klapprädern hier noch nicht gesehen. Oder eigentlich noch gar keinen. Aber es kann ja noch kommen. Wieder ein schönes Plätzchen entdeckt. Man weiß gar nicht, was man sagen soll. Es ist wirklich schön. Ja. Aber ja gut, es kennen ja viele von euch die Neckartouren. Haben wir schon so viele gemacht. Konnten wir uns immer ansehen. Toll. Ist wirklich wunderbar. Können wir euch ein paar Erinnerungen zurückgeben. Jetzt der Stadtteil Neckarweying und vor uns Ludwigsburg, direkt Ludwigsburg. Und da fahren wir jetzt rein. Zum Residenzschloss, ne? Genau. Und wenn ihr noch dabei sein wollt, dann kommt mit. Wir sind da. Angekommen. Nach einer kleinen Steigung. Ja, ohne E-Antrieb doch ein bisschen schwierig gewesen. So ist das hier. Aber es ging. Wir sind am Überlegen. Ja, ist kurz nach 5. Überlegen wir kurz, wie lange sie aufhaben. Wahrscheinlich tatsächlich bis 18 Uhr. Also bis 18 Uhr noch. Mal kurz. Ja, da ist nämlich das nächste Schloss da oben. Oh. Jetzt sind wir auf dem Planetenweg hier in Ludwigsburg. Hier ist das Weingut in Ludwigsburg und die Stallung Pferde. Ja, jetzt kommen alle Wildtiere raus, wenn das so still ist. Die Tore sind zu
und wir machen noch eine kleine Pause. Wir müssen mal kurz unterbrechen, weil hier überall Wespen sind. Genau. So, wir sind am Katzenbachsee. Ja, wir eine kleine Tour heute. Mhm. Nur, was, 25 Kilometer? Ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht, warum Birgit lacht. Ja, das wird eine kleine Tour. Also ich glaube, mit unseren Klapprädern hier 25 Kilometer, das reicht für uns bei dem Wetter. Ich denke auch. Über 30 Grad und mit den... Ja, es geht doch ein bisschen rauf und runter, aber bis jetzt haben wir es gut geschafft. Ja, mal geschoben, weil wirklich über 30 Grad. Aber es ist okay, wirklich, es macht Spaß. Hier kann man sich übrigens dehnen. Das mache ich aber nicht. Das in der Sonne, ich dehne mich nicht. Nee, mit in der Sonne. Man könnte aber. Richtig. Schön. Was, filmst du immer noch? Ja, ich filme immer noch. Das machen wir Wegschnitt. Nee. %15 Steigung. Auch für uns kein Problem. Wir überqueren die Autobahn und fahren Richtung Sindelfingen. Was? Gleich wird es ruhiger. Ja, ich meinte, man muss mal auch diese Wege zeigen, ne? Nicht mal das Highlight oder irgendwas, ja, aber das ist gar nicht schlimm. Das ist eine gute Brücke, alles gut. Ja. Bis 3 Kilometer Richtung Sindelfingen. Ja. Und bergab. Oh ja, ich muss schon bremsen hier. Ja, liebe Radfreunde, auch hier ein kleines Highlight. Eine kleine Eisenbahnstrecke, Miniatureisenbahnstrecke, aber wo man auch richtig mitfahren kann. Ja, und das sind die Schienen. Ich schätze mal so 10 cm breit. Ich kenne das Maß nicht. Das ist aber ein Originalsignal. Da sieht man mal die Größenverhältnisse. Und da ist der Wasserturm. Ja, jetzt geht's in die Altstadt von Sindelfingen. Wir waren gerade in der Funzel und haben ein schönes Radler getrunken. Kann man nur empfehlen, sehr lecker. Man kann auch sehr gut essen, aber es ist eigentlich noch zu warm jetzt. So, und jetzt geht's wieder durch den Wald. Wenn wir wieder schieben müssen. Ja. Oh, Birgit fährt vorweg. Zeigt mir den Weg. Oder macht den Weg frei. Alles richtig. Man nennt mich auch den Navigator. Das war der Witz des Tages. Ja, liebe Radfreunde, das ist hier der Radfahrschnellweg von Sindelfingen Richtung Stuttgart und Böbling. Bergrunter ist natürlich tolle Sache. So, wir haben mittlerweile 34 Grad. Hier ist der Beweis. Kann man das erkennen? Ja. Stuttgart fährt Rad. Ist eine Zählstation für Fahrräder. Und wir wollen noch weiterfahren. 34 Grad. Bitte? Jetzt haben wir noch mal Gas gegeben.
groß eine Schildkröte. Oh ja, aber wirklich. Ja.